Ja, hallo Leute, bin unterwegs, wieder gutes Wetter, auf einer schönen Wiese, wo ich auch eine Erlaubnis habe. Schönes Wetter, wie gesagt, bin mal gespannt, was wir finden. Einfach mal die Zeit nutzen und mal schauen, was geht heute. Dann bis gleich. So, super Leute, erster Fund direkt unterm Baum. Ich dachte, eine Münze, ist aber ein Loch drin, vielleicht nur eine Unterlegscheibe oder ein Knopf oder sowas. Ich mach's mal sauber, ich glaube, es steht nichts drauf. Dennoch, interessanter Fund. Ja, bis gleich. Wow, ich dachte erst, Mann, was ist das? Das glänzt so schön. Ist wahrscheinlich aus Edelstahl. Ich drehe es mal rum. Da sind so Haltekrampen dran. Und man kann es so aufdrehen. Und da ist ein Loch. Ja, Vielleicht war das ein Vorhänger für ein Schloss, schätze ich mal. In der Art. Oh, vielleicht habt ihr eine Idee, aber ich denke mal, so in der Richtung wird es wohl sein. Nichts Altes auf jeden Fall. Aber kurios, ne? Gut. Glitzert schön, ne? Okay, weiter geht's. So, nächster Fund. Kleines Bleigeschoss. Musketenkugel, aber ziemlich klein. Hoppla. Und sehr gut erhalten, ist doch ganz rund. Okay. Fängt ja eigentlich schon mal gut an heute. Mal gucken, ob ich noch ein Münzlein kriege. Ich habe ja noch genug zum Suchen. Dann bis gleich. Na, hat sich hier versteckt. Da ist es doch. Wieder eine Musketenkugel. Ein bisschen größer diesmal, glaube ich. Sehen wir uns gleich nochmal an bei den Fotos. Ja, interessant. Gespannt, hier der Hinterbereich. Die zweite, da werden bestimmt noch mehr kommen. Die kommen so rein, hier mit dem Modus jetzt so um die 50. Interessant. Mal gucken, ob hier noch eine Überraschung kommt. Hurra, hurra, der erste Knopf ist da. Eine bisschen Verzierung, so kleine Sternchen. Böses auch noch dran. Gab ein 40er Signal in der anderen Richtung, ziemlich eisenhaltig. Aber ich habe es trotzdem mal gegraben, zum Glück. Schön. Der erste Knopf. Dann kommt auch bald die erste Münze. So, wunderbar. Ein Bleisiegel gefunden. Eine Bleiplombe, besser gesagt. Und zwar wieder eine mit dem Füllhorn drauf. Hier, wunderbar. Wieder ein Bleisiegel, aber ein interessantes. Da steht drauf, RK oder KA. Aber hinten, das ist cool, da steht drauf, du kannst es noch lesen, K. Günther Koblenz. Koblenz noch mit C geschrieben, also schon ein bisschen älter. Oh, interessanter Fund, muss man ein bisschen im Internet recherchieren, wer das gewesen sein könnte. So Leute, ich hatte ein ziemlich schlechtes Signal, so 20, 30, was ja immer Folie ist, aber ich habe es gegraben und ich glaube, es war eine gute Idee. Hier drin ist es. Es ist ultra dünn. Man sieht es von der Seite. Leider ist die Kamera nicht, die kann nicht fokussieren. Aber das merke ich ja dann nochmal. Ich mache es jetzt mal auf. Oh, das sieht nach einer Münze aus, Leute. Oh, das ist eine Silbermünze. Oh yes, das ist eine Silber. Und ganz dünn. Die ist wirklich alt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh yes. So, ich habe jetzt einfach nur mal den groben Dreck oben abgemacht. Man sieht hier noch was, wunderbar. Eine, oh ja, man sieht noch was, geil. Super Fund, la, meine Güte. Super geil. Ultra dünn, die ist alt, Leute, die wird alt sein. Oh, spitze, das freut mich wieder, meine Güte. Ich bin froh, dass ich mit dem Programm gut umgehen kann, weil das ist jetzt wirklich auf Tiefe getrimmt. Und das ist der Erfolg davon. Das war jetzt nicht wirklich tief, aber guck mal, wie die liegt. Wenn die so liegt, dann hat der Detektor auf jeden Fall Schwierigkeiten. Wenn du dann auf Bodenfilter 3 gehst, ist die weg. Dann ist die weg, die Münze. Saugeil. Saugeil. Super. Die mache ich mal sauber. Wie Highlight des Tages bis jetzt. Spitze. So Leute, kleiner Tipp. Ich habe die Tütchen mit immer. Ich habe die bei eBay oder bei Amazon gekauft, 500 Stück verschiedene Größen für ein paar Euro, immer dabei haben, genau für solche Funde.
Ich guck noch mal nach dem Signal. Ich zeig's euch. Ja, es kommt mit 35 rein. Ne? Das ist wirklich kein Top-Signal. Ne? Aber bei so einer dünnen Münze, das ist halt typisch. Ne? Normal würde ich sagen, auf einer Liegewiese Alufolie. Aber hier auf sowas hier auf jeden Fall Graben. Klasse. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Komische Signale sind doch meistens komische Sachen. Hier, das ist ein Schlüsselloch, habe ich gefunden. Super. Naja, kann ja nicht immer eine Münze sein. Aber sowas hatte ich auch noch nicht. Ein Teil davon habe ich ja schon. Vielleicht kriege ich den Schlüssel ja auch noch. So, nächster Fund. Ein Knopf, einen eckigen. Habe ich auch noch nie gefunden, glaube ich. Da sieht man noch ein bisschen den Abdruck. Hier auch noch ein bisschen. Da steckt er drin. Und die Öse ist auch noch dran. Klasse. Sehr schön. Die Wiese muss ich schon mal dringend ganz genau absuchen. Hier scheint eine gute Sachen zu liegen. Das freut mich doch. So, nächster Fund. Ein Knopf. Nichts wirklich Altes. Zinn, Zink oder sowas. Komm, schlechtes Signal, aber immerhin ein Knöpplein. So, nächster Fund. Ein Ring. Aber ich glaube, kein Schmuckring. Kupfer oder Bronze, Gold mit Leitwert 33. Komisch, keine Ahnung. Ups, fallen lassen, super. Wo ist es? So, da ist es. Wieder. Keine Ahnung, ich mach's mal sauber, aber wird nichts Interessantes, Spezielles sein. Nächster Fund. Was aus Aluminium? Irgendwas Schnallen. Artiges. Vielleicht vom Pferdegeschirr oder so. Okay, bald bin ich durch. Ein Stück geht's noch. War jetzt eine Zeit in der Mitte kaum was los. Mal gucken, was noch so am Ende hier geht. Bis gleich. Und bei schönstem Wetter, der nächste Fund, ein Knopf mit Öse. Steht leider nichts drauf. Bisschen verbogen. Oh, aber schöner Fund, gefällt mir. Piep, piep, piep. Gut, mal schauen, ob noch eine schöne Überraschung kommt. Ich meine, die Münze war ja super. Da hinten ist Schluss. Aber vielleicht häufen sich ja die Funde nochmal. Okay, dann bis gleich. Ja, Leute, ich mache eine Pause. Kriege dann noch den Rest ab. Und ich denke, dann geht es auch nach Hause. Ich habe ja gut gefunden. War super heute. Hat mir super gefallen. Super Wetter wieder. Und jo, dann sage ich mal Prost. Und dann schauen wir uns gleich mal die Funde an. Bis nachher. Oh, interessant hier. Nivea Creme. Und zwar das bewährte Hautpflegemittel für die ganze Familie. Natürlich enthält das hautverwandte Eucerid 20 ccm für 45 Pfennig von Beiersdorf aus Hamburg. Supi. 45 Pfennig. Jo, das war noch Geld damals, ne? Hey, 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 Leute. Doch wieder eine Münze gefunden. Super. Ich glaube, Drittes Reich. Wieder zerfressen. Nicht ganz so schlimm wie die andere. Vielleicht erkennt man mal ein bisschen was, wenn man noch sauber macht. Naja, immerhin Münze. Kam richtig fettes Signal rein. Lag auch ziemlich flach. Vielleicht liegen noch ein paar hier. Mal schauen. Ja, Leute. Und noch ein Knopf mit Öse gefunden. 2 Meter hier vom Zaun weg. Die Strecke laufe ich jetzt noch komplett durch. Und dann mache ich mich mal heimwärts. Ja, komm. Kommt, ihr seid die Mutigen, ihr drei. Na, erzählt mal was Neues. Was gibt's denn so? Nix? Nix Neues? Also ich habe gut gefunden heute. Hat echt Spaß gemacht. Beim nächsten Mal zeige ich euch mal die Sachen, ne? Macht's gut, Jungs.